So Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Wir sind wieder da nach kurzer Pause. Genau. Und wir erleben heute die Geschichte zweier Titanen. Und ja, Kevin, mir geht's sehr gut. Mir geht's auch gut. Prüfungszeit vorbei. Jetzt wieder ein wenig Pause. Du hast dran gedacht zu essen, oder? Ja. Und Bisa, du wolltest irgendwas sagen, du bist in die gleiche Falle gefallen wie ich. Welche Falle? Ich überlege gerade, bei welchem Thema waren wir gerade? In derselben Falle. Digimon Survive. Hatte ich Nee, gesagt, du nee, sollst nee. weiterspielen. Ja, habe ich vor. Und Ich habe ja jetzt auch wieder mehr Zeit. dann meintest du. Du wärst in dieselbe Falle gefallen wie ich. Wen müssen wir überhaupt jagen? Einen Somnarkand und einen Garangolb. Ich möchte mit dem Somnarkand anfangen. Ja, okay. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Sehr gut. Du hast deinen Part gestartet, mein Gehirn hat sich resettet. Sehr gut. Bin mal gespannt. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die, die Digimon Survive bei mir gucken, auch wenn es nicht viele sind. Hutz hat jetzt mal für ein paar. Oh Gott! Für ein paar Parts ein paar der Stimmen übernommen. Und ihm hat das Spiel tatsächlich sehr gefallen. Mal kurz sich besuchen. Ja, der nicht besuchen, aber. Er war zumindest Gast in den Videos, weil ich einfach gesagt habe, es sind so viele Stimmen. Ja. Ich brauche mal ein paar Gaststimmen. Weil wir sind jetzt irgendwie bei Part 60 oder so und ich habe bisher alle Stimmen alleine gesprochen. Ja, gut. Und da sammelt sich halt dann doch schon ein bisschen was an. Und deswegen wollte ich jetzt tatsächlich, dass Hutz da so nett ist und mir ein bisschen unter die Arme greift, was die Stimmen angeht. Er hat am Anfang ein paar Probleme gehabt, hat sich aber dann gefangen. Naja, ist ja schon mal die Vorbereitung auf das Digimon-Pentate. Ja, das Schlimme ist. Ich habe ihm angeboten, wer der möchte, kann das ja auch spielen. Oder hat er gemeint, ja, wenn, dann müssen wir alle einen Charakter sprechen. Du auch. Weil Hutz nicht alle Charaktere sprechen will. Weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Ich habe das jetzt so lange gemacht. Also ich spreche gerne die Raupe. Ja. Schön das Kunemon, was nicht reden kann. Ja, genau. Nee, wenn dann ein mit Digimon. Na klar. Ich nehme mir Kaito, dann habe ich nicht so viel zu reden bis Kapitel 3. Weiß gar nicht, ob ich bin Kapitel 3 oder 4 gerade. Okay, du bist mir voraus. Ja, Das und. kann ich schon mal sagen. Ja, denke ich mir, wenn du sagst, du bist gerade am Damm. Ja. Ich bin nach dem Damm irgendwann. Ich bin aber gerade ein bisschen auf Champion Digimon Farm. Ah, okay. Ja, und. Es ist interessant, auch von dieser Aussage. Du hattest mir ja das damals geschickt, dass die nicht wollen, dass du vor Kapitel 5 in den ersten 2 Monaten spoilerst. Also ich sag's mal so. Kapitel 5 ist großzügig. Also, ich finde,
da, wo du nicht mehr spoilern solltest, fängt eigentlich schon in Kapitel 3 an. Oh fuck, das ist der falsche. Nein, den nehmen wir nicht. Scheiße. Gleich wieder. Die greifen sich doch gegenseitig an. Du machst das, ich sammle das Material. Aber ich finde es interessant, wie sie wirklich bei Digimon Survive es schaffen, zum einen Charaktere zu haben, die ich alle schlagen möchte. Weil die sich alle dämlich verhalten. Oh, wir hatten gerade eine lebensgefährliche Situation. Hier waren bis gestern noch Gegner im Haus. Aber ich will mein eigenes Zimmer. Damit ich darin baden kann. Genau, ich bade auch immer in meinem Zimmer. Wolf, das nennt sich Menschen. Das nennt sich Idioten. Damit hat sich Saki sehr unbeliebt bei mir gemacht, mit diesem Dialog. Vor allen Dingen, ja, ihr habt sie alleine zum Bad gehen lassen. Das ist unverantwortlich, aber ich möchte bitte, dass wir ein eigenes Zimmer haben, in dem wir die ganze Nacht alleine sind. Da passiert doch nichts. Nein, natürlich nicht. Man ist ja im Zimmer. Genau. Zusammen mit der Badewanne, die man da reingeschafft hat. Das war für mich das dümmste Argument. Wo haben Sie die Badewanne her? Nee, das... Sie haben keine Badewanne, aber das Argument war, die Mädchen brauchen ein eigenes Zimmer, falls sie sich umziehen oder baden möchten. Hm. Ich weiß nicht, aber ich gehe zum Baden ins, weiß auch nicht, Badezimmer und nicht in mein Zimmer. Ja. Das war das dümmste Scheinargument, das wir bisher im Spiel hatten. Aber die Charaktere die haben sich alle, außer Aoi. Außer Aoi haben sich alle mit mir verscherzt bisher. Also wer sehen möchte, wie ich die Charaktere zusammenscheiße, die jemand Survive guckt. Ja. Und schon mal für Weihnachten aufschreiben. Genau. Ist ja wieder Jahresrückblickzeit. Genau, und... Was hat mein Charakter gerade gemacht? Weiß ich nicht, was hat er denn gemacht? Ich bin genau auf diese Position, wo Somnakans Arm stand. Und mein Charakter hat Armclipping gemacht. Okay. Also er hat rumgewobbelt. Fuck. Mein Block hat genau dann aufgehört, als er endlich angegriffen hat. Hund, weck mich mal bitte. Der Somnakant hat es übernommen. Aber ich muss sagen, Demon Survive gefällt mir sehr gut. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass sie wirklich sich unter diesem Digimon-Begriff wegducken wie sonst was. Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Also... Größer, es ist ein Digimon-Spiel, aber ich möchte nicht sagen, dass es ein Digimon-Spiel ist, weil ich meine eigene Story und meine eigene Lore einbringen will. Kann man nicht machen. Jedes Mal, es sind Monster. Nein, wir sind keine Monster. Ihr seid Digimon. Ihr seid Digital Monster. Nein, das bin ich. Wer sind was anderes? Nimm dieses Wort nicht in den Mund. Digimon Adventure. Erste Szene. Mit den Digimon, wo sie alle zusammen waren. Was seid ihr? Wir sind alles Digimon. Ja. Digimon Survive, was seid ihr? Keine Ahnung. Möchten wir nicht sagen. Wir sind Lebewesen. Wir sind anwesend. Und Wolf, was hast du heute. Was hattest du eben zu essen gehabt? Ich habe mir jetzt schnell. Ich habe mir schnell nur eine Pizza gemacht für was anderes. War gerade keine Zeit. Ah. Ich hatte mir vor der Tür eine Kürbis-Curry-Cremesuppe gekauft.
Bis auf den Kürbis klingt's gut. Hat sehr gut geschmeckt. Das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Kürbis-Fan. Mein Vater hat auch Kürbis angebaut. Absolut nicht meins. Ja, gut. Geschmackssache. Ja. Man muss auch sagen, den Kürbis hat er auch nur für meine Schwester angebaut, weil bei uns in der Familie isst sonst niemand Kürbis. Ah. Und es sind Kürbisse aus Pferdeflug-Anbau. Was? Ja, der Bauer ist noch, der fährt noch mit dem Pferdeflug raus. Okay. Warum nicht? Ganz ehrlich, warum auch nicht? Ja. Da weiß man dann am Ende vom Tag, was man gemacht hat. Das stimmt. Und man ist fertig. Ist aber auch schön, wenn so Zeug halt, wenn man das lokal kaufen kann. Das ist schön, da weiß man, wo es herkommt. Wenn ich könnte, würde ich auch mehr lokal kaufen. Glaube ich. Aber in der Großstadt wird so wenig angebaut. Ja. Außerdem habe ich derzeit nicht die Kohle für. Es ist wieder die... Au! Weiß nicht, was explodiert ist, aber es tat weh. Das ist wieder die Zeit nach den Sommerferien. Da muss ich erstmal wieder an Geld kommen. Ja, stimmt. Es waren ja Sommerferien. Ja, die haben diesen Monat erst aufgehört. Das Geschäft läuft erst wieder an. Hab zwar zwei Schüler, aber das reicht noch nicht. Also, wenn ihr Nachhilfe braucht, der Wolf kommt gerne vorbei. Ja, egal wo ihr wohnt. Wenn's in der Stadt ist. Ihr wohnt in Belgien? Kein Problem. Wir sehen uns nächste Woche. Er ist erjagt. Ich glaube... Ah, okay. Moment, erjagt. Gut, gefangen. Ja, offenbar. Ich bin mir nicht sicher, wie weit er drin ist, aber er ist ja sehr leitfähig. So, und hier kommt gleich unser neuer Freund. Ja, das ist schon mal gut. Nee, was mich nur gewundert hat, weil normalerweise steht da gefangen. Ja. Nicht erjagt. Das Vieh hat eine Panzerung wie sonst was. Ich habe gerade nochmal nachgeschärft auf blau. Aber ja, du hast recht. Mit was? Mit der Panzerung. Ja. So, der ist gestunt. Hau drauf. Ja, ich hau drauf. Oh. Da ist noch die Britzelfalle. Bleib da drin. Die ist andersweilig beschäftigt. Wusste nicht, dass Strom so gerichtet ist. Es sind immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das stimmt. Das stimmt. Vollkommen richtig, Visa. Gut in Elektrotechnik aufgepasst. Ist ja, glaube ich, auch mit deinem Job. Nee. Aber ich war gut in Physik. Ah.
Ich lustigerweise nicht. Wobei, es hing immer vom Jahr ab. Sagen wir es so, bei mir hängt das sehr von den Lehrern ab. Ja. Gut, bis später, Kevin. Bis um 21 Uhr. Isa redet wieder mit seinen unsichtbaren Freunden. Wolf, weißt du, wie schön das ist, neben so einer Baustellenkamera zu stehen? Und sie fängt nicht an zu sagen, bitte verlassen Sie die Baustelle. Wieso? Wir waren am Freitag im Übungsdienst auf einer Autobahn, die noch im Bau ist. Das ist ein Gegengift, den will ich nicht trinken. Ich bin nicht vergiftet. Ja, der ist nicht ganz so giftig. Er verletzt dich auf andere Weise. Er sagt dir, dein Hemd passt nicht zu den Schuhen. Naja, haut ab. Wolf hat verkehrt. Ja, aber da war noch so ein Schildvogel. Ach so. Man nimmt, was man kriegt. Da hat er mich mit dem Garang Golem umgehauen. Da hab ich dich getroffen. Du hast mich mit dem Garang Golem getroffen. Ja, ich wollte wieder ihn anspringen. Und dann kam er auf dich zugestürzt. Ja. Auf jeden Fall fehlt? Keine Ahnung. Da schafft man mal einen Konter und dann verfehlt man vermutlich. Und ich mag es, dass ich endlich mein Setup komplett aufgebaut habe. Sehr gut. Wohnung komplett eingerichtet? Aufs erste Mal, ja. Sehr gut. Die Küchenzeile wurde auch schon mal benutzt. Also funktioniert auch wunderbar, wie gedacht. Sehr schön. Endlich mehr Platz beim Aufwaschen. Und endlich keine Monitore, die mehr auf dem Boden stehen. Wäre ja schade, wenn er mit einem... Oh Gott! Ein Unfall passieren würde. Wieder. Ja. Nur das Schlechte ist, ich kann jetzt nicht mehr so gut Fernsehen gucken, während ich am PC bin. Warum? Der Fernseher steht hinter mir. Das ist ungünstig. Weil, ja. Aber irgendwie muss man die Dachschräge ausnutzen. Ja. Mein Hauptmonitor steht jetzt wunderbar direkt unter der Dachschräge, direkt an der Decke. Wenn es klappt, warum nicht? Ja. Muss morgen meine Wohnung mal ordentlich putzen. Bei uns kommt... Übermorgen der Kammerjäger und geht hier wohl durchs ganze Haus durch, weil der herausfinden soll, wo die Silberfische herkommen. Oh. Kleiner Tipp, bei mir ist es nicht, aber
Dummerweise ist dann diese Woche bei mir die Plage der Obstfliegen ausgebrochen. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, wo ich mir auch gedacht habe, es könnte jede andere Woche sein. Aber nein, es muss genau dann sein, wenn der Kammerjäger herausfinden will, wer schuld ist. Ich leide mit dir mit den Gemüsefliegen. Ja, aber ich habe inzwischen hier die genug Fallen aufgestellt. Mich wundert es, dass überhaupt noch welche da sind. Kleiner Tipp, Apfelessig. Ja, habe ich. Spüli. Habe ich. Gut. Also beziehungsweise kein Apfelessig, ich habe kein Apfelessig da. Aber Reisessig tut's auch. Was? Ich also, muss kurz ins Lager, ich brauche neue Munition. Gut. Kann ich euch auch sagen, wenn ihr das wissen wollt, macht ein kleines Schüsselchen voll mit Wasser, mit Spüli, bisschen Essig dazu. Im Idealfall Apfelessig, falls ihr nicht habt. Reisessig tut auch. Oder falls ihr den auch nicht habt, weiß ich nicht, normalen Essig, sollte eigentlich auch gehen. So doof, jetzt hinzukommen. Und lasst das einfach stehen. Die Viecher fallen rein. Das Spüli löst die Oberflächenspannung und dann können die sich nicht mehr dran halten und fallen ins Wasser und dann seid ihr die los. Genau. Funktioniert sehr, sehr gut. Also bin auch, ich hatte so viele von den Viechern und diese Fallen, die sind einfach Gold wert. Also die stellt man auf und ich hatte da wirklich also Unmengen drin. Also ihr habt die Schüssel schon mehrfach ausgeleert. Es ist unglaublich, wie viele da reingehen und vor allen Dingen auch, wie schnell das wirkt. Also ich habe das Ding aufgestellt, 5 Minuten später hatte ich schon 3 drin. Das stimmt. Da ist er. Nur bei Monster Hunter erfahrt ihr auch, wie man Fliegen jagt. Sind halt auch Monster der anderen Art. Genau. Sind zwar nicht ganz so stark wie ein Garangolm, aber mindestens genauso nervig. Bin ja mal gespannt, ob die tatsächlich eine Lösung für diese Viecher finden. Für die Silberfische, weil ich weiß, dass sie bei mir nicht herkommen, weil ich habe schon mal hier Fallen aufgestellt. Aber bei mir findet sich so einmal im Monat ein Silberfischchen, weil die einfach dann durch die Lüftung kommen. Ah, okay. Daher, meine ganzen Fallen, die ich aufgestellt habe, waren alle leer. Also, es gibt auch keinen Ort, von dem ich sagen könnte, ja, da könnten sie sein. Also, Fallen leer und eigentlich keine Orte und kein Futter für die Viecher. Spricht eigentlich sehr dafür, dass sie nicht von meiner Wohnung auskommen. Daher nehme ich mal an, es ist irgendeine andere Wohnung. Glaube ich mal bei uns in der Ausbildungswerkstatt. 1, 10. Ja, die sind auch schnell drin. Also, mein Vater hat auch schon gesagt, ja, die kommen, die gehen wieder. Sind eigentlich wurscht, aber unser Vermieter will da jetzt wohl klar Schiff machen. Weil die jetzt gerade die Altbauwohnungen renoviert haben. Und die wollen da jetzt wahrscheinlich vermieten und da wollen sie halt ein möglichst gutes Image dann haben. Ja. Was hat das gerade umgehauen? Du bist nicht weit genug an die Mauer gegangen. Nee, ich habe noch nicht geworfen. Das war ein Geräusch, ja, als ob ein Knochen bricht. Was? Du hast einen Knochen gebrochen. Ich war das nicht. Er ist noch von der Wand abgeprallt, von der ersten. Und auf dem Weg ist irgendwas gebrochen und er ist umgekippt. Kann sein, dass ich mich gerade aufgeladen habe mit ein paar Angriffen, weil ich nur noch weise es Elan hatte. Entweder du oder ein Hund. Ja.
Aber das war sehr interessant. Also so ist mir ein Ritt noch nie abhanden gekommen. Oh, wir können ihn fangen! Alles klar. Moment. Mehr als genug beruhigt. Könnt ihr jetzt meine Zuschauer ärgern? Warum? Ich könnte mein Fenster jetzt aufmachen. Wir haben wieder schöne Blasmusik. Sie sind vom Marktplatz wieder zurückgekommen. Oh. Nein, nein. Zwei Goldeier. Ich habe nur eins, aber ich habe dafür einen großen Wyvern-Edelstein. Den habe ich schon gefunden. Ah. Ein Lunagorn wurde gesichtet. Wir müssen uns sofort um ihn kümmern. Ein Lunagorn? Erinnerst du dich an das Monster, das uns in den heiligen Ruinen angegriffen hat? Es ist eins der drei Gebieter. Und rate mal, Kurio sind auch dort, wurden auch dort gesehen. Vielleicht sind es die Kurio, diese Monster, die diese Monster so handeln lassen. Bahari, wir dachten doch, dass der Malzeno die treibende Kraft hinter all dem Chaos ist. Weil jetzt klingt es so, als würdest du die Kurio für den Grund halten. Alle Königreich-Monster sind plötzlich vieler... Moment, welcher war Bahari? Nee, Bahari war er. Alle Königreich-Monster sind plötzlich viel aktiver, nicht nur die drei Gebieter. So etwas ist vorher noch nie vorgekommen. Ich meine, es ist nicht die Randale, aber immer noch eine große Migration. Aber die Randale wurde von Ibushi und Nava verursacht, also ausgewachsene Drachenälteste. Kurio dagegen sind dagegen Insekten. Unvorstellbar, dass sie allein so viel Einfluss haben könnten. Nicht wahr? Darum glaube ich weiterhin, dass ein Drachenältester im Königreich verantwortlich ist, der Malzeno. Aber irgendwie haben die Kurio damit zu tun, willst du damit sagen? Ja, sie mögen zwar nicht die Drahtzieher sein, aber sie spielen eine große Rolle. Und ich beginne zu erkennen, welche das ist, glaube ich. Aber ich brauche mehr, um das herauszufinden. Also, gleiche Strategie wie beim letzten Mal. Du kümmerst dich um die Monster und ich hol mir die Kleinen. Abgemacht? 12. Florian, kümmert ihr euch um den Lunagorn? Und ja, Bahari, hol deine Viecher. Ihr alle, seid vorsichtig. Natürlich, Admiral. Okay, wir treffen uns dort. Chiche sollte bereits die dringende Lunagorn-Quest angemeldet haben. Wir brechen auf, sobald du bereit bist. Wir haben noch 4 Quests vorher. Und die Argosi ist voll. Und im Laden gibt's Rabatte. So, der Gosi ist bei mir auch voll. So, aber erstmal einkaufen. Ich habe nämlich gemerkt, erstmal Lotterie. Du hast keine Munition mehr, richtig. Piercing-Munition. Piercing 2 ist leider leer. Na gut, ich schieße auch mit Piercing wie mit nichts anderem. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal mehr. Ja. Ach komm, wir sind nicht so geizig. 2000 Stück. Ja komm, ich hab das Geld und verschießen werde ich so oder so. Das stimmt. Daher, warum nicht gleich einkaufen? Weil Piercing ist die Munition, die ich am meisten verbrauche. Dann nehme ich hier noch. Ja, komm, nehme ich 1000. 1720 von dem Kleinen noch. Dann haben wir auch 2000 Piercing 1. Und dann nehmen wir nochmal ordentlich von Piercing 3.
Ist ein bisschen Geld, aber dafür ist die Munition erstmal auf Vorrat. Wie viel brauche ich da? 1570. Ah, ich habe 10 zu viel gekauft. Ah ja. Davon habe ich überall noch. Schrapnell habe ich auch nicht mehr so viele. Könnte man auch einfach mal ein bisschen Vorrat kaufen. Einfach mal einkaufen. Ich meine, so Munition, die jetzt ein Seni kostet, da kann man auch mal ein bisschen zulangen. Ja, ja. Wie viel kostet normal Pershing 2? Also, ich habe jetzt Schrapnell gekauft, aber für eins. Ich glaube, die Piercing, die kostet jetzt irgendwie 3 und kostet normalerweise 6. Also. Ah, cool. Warte mal. Ich habe einfach gedrückt gehalten und jetzt habe ich Schrapnell 2 2600 Stück gekauft. Naja, egal. Detonation, so viel kann ich gar nicht verbrauchen. Gucken, dass ich noch genug von den Spezialmunitionen wie Lähmung und sowas habe. Oh, Schnitt ist bald wieder leer. Nehme ich da einfach auch nochmal ein 1000er Paket. Der macht mit mir Jahresumsatz. Also eigentlich nicht, weil ich kaufe ganz billig, aber. Oh. Der guckt auf seinen Umsatz. Ach nee. Er macht den Umsatz seines Lebens, aber. Kein Gewinn. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Gut, aber immerhin, ich meine, ich habe den ganzen Kram von Schnittbären, also die ganzen die Schnittmunition gekauft. Ich hätte es auch selber herstellen können. Ja. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, was Cheech uns zu sagen hat, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Rise. Bis dann, tschüss.